Hallo und herzlich willkommen zum Videolernzyklus Wie löse ich Sachaufgaben? Mein Name ist Johanna. Ich bin dein Coach und ich freue mich sehr, dich durch diesen Lernzyklus begleiten zu dürfen. Für dieses Video brauchst du eine Füllfeder oder einen Kugelschreiber, bunte Stifte zum Malen und Papier, damit du mitzeichnen kannst. Es hilft dir außerdem, wenn du schon gut mit den vier Grundrechnungsarten umgehen kannst. Und ganz besonders sind in diesem Video deine Kreativität und Fantasie gefragt. Ja, wirklich, es wird weniger ums Rechnen gehen, sondern vielmehr um das Verstehen von Sachaufgaben. Aber was sind denn eigentlich Sachaufgaben? Dabei handelt es sich um Aufgaben, die in einem Text verpackt sind und oft auch unterschiedliche Fragen aus dem Alltag behandeln. Wir werden uns zuerst mit verschiedenen Sachaufgaben auf eine Art und Weise auseinandersetzen, die du vielleicht noch nicht kennst. Hast du Sachaufgaben schon einmal in Form einer Zeichnung dargestellt oder aus einer Zeichnung eine Rechengeschichte kreiert? Nein? Dann wird es jetzt Zeit. Los geht's! Sehen wir uns gleich die erste Aufgabe an. Katharina und ihr Bruder möchten ihrer Mama zum Geburtstag eine Handtasche zum Preis von 90 Euro schenken. Die beiden Geschwister können dafür je 25 Euro durch ihre Ersparnisse aufbringen. Wie viel Geld müsste ihr Papa beisteuern, damit die beiden ihre Mama mit dieser Tasche überraschen können? Lies dir den Text noch einmal in Ruhe durch. Nimm dir anschließend deine Malstifte und versuche die Textaufgabe in einer Zeichnung darzustellen. Überlege dir im Vorhinein, welche Figuren in deiner Zeichnung enthalten sein sollen und wie du die Fragestellung in deine Zeichnung verpacken könntest. Deiner Kreativität sind dabei keine Grenzen gesetzt. Drücke auf Pause, während du den Arbeitsauftrag erledigst. Ich hoffe, das Zeichnen hat dir Spaß gemacht. Ich zeige dir nun zwei Beispielbilder zu dieser Sachaufgabe. Auf dem ersten Bild ist die Tasche mit einem Preis von 90 Euro dargestellt. Die beiden Geschwister haben jeweils 25 Euro. Das Fragezeichen neben ihrem Vater soll verdeutlichen, dass danach gefragt wird, wie viel Geld dieser noch dazugeben müsste, damit sie die Tasche kaufen können. Das zweite Bild ist ähnlich. Hier wird das benötigte Geld jedoch auf einem Zahlenstrahl dargestellt. Es sind zwei Abschnitte mit jeweils 25 Euro zu sehen. Der Abschnitt auf dem Zahlenstrahl mit dem Fragezeichen soll wiederum die Fragestellung dieser Sachaufgabe verdeutlichen. Weiter geht's. Machen wir das Ganze nun umgekehrt. Ich zeige dir eine Rechengeschichte in Form von Bildern und du versuchst, eine Sachaufgabe daraus zu formulieren. Du kannst dir dabei folgende Fragen stellen. Was kann ich auf dem Bild erkennen? Worum könnte es also gehen? Welche Personen oder Gegenstände sind da? Und was tun sie? Welche mathematische Fragestellung ergibt sich aus dem Bild? Achte auch darauf, dass die Zahlen und Einheiten, die du verwendest, realistisch sind. Drücke jetzt auf Pause, um den Arbeitsauftrag zu erledigen. Super gemacht! Ich zeige dir nun zwei Sachaufgaben, die durch diese Bilder dargestellt werden können. Matthias hat folgende Sachaufgabe formuliert. Zwei Geschwister machen sich auf den Weg zur Schule. Sie müssen zuerst einen Weg von 2 Kilometer mit dem Rad und anschließend einen Weg von 14 Kilometer mit dem Zug zurücklegen. Der Fußweg vom Bahnhof zur Schule beträgt noch 600 Meter. Wie viele Kilometer legen die beiden auf ihrem Schulweg zurück? In diesem Beispiel geht es also um die Länge des Schulweges der beiden Geschwister. Aber sehen wir uns nun den Text von Nora an. Was hat sie in ihrer Aufgabe im Blick? Die Freunde Laura und David machen sich beide um 7.15 Uhr auf den Weg zur Schule. Laura muss 13 Minuten mit dem Rad fahren. David fährt 21 Minuten mit dem Zug. Für den Fußmarsch benötigt er insgesamt 8 Minuten. Wann sind die beiden in der Schule? Wie lange muss Laura auf David warten? Ja, richtig, sie hat nicht den zurückgelegten Weg,
sondern die Zeit im Blick. Das ist bei diesem Beispiel genauso möglich. Das waren nur zwei Beispielaufgaben. Es gibt jedoch noch viel mehr Möglichkeiten, eine Sachaufgabe zu diesen Bildern zu erfinden. Wenn du eine Sachaufgabe hast und sie mir schicken möchtest, dann schreib sie doch in die Kommentare. Ich würde mich sehr darüber freuen. Zum Schluss spielen wir noch ein kleines Quiz. Auch hier musst du nicht rechnen. Aber schau mal, welche Rechnung passt zu welchem Text? Drücke auf Pause und versuche, das Quiz zu lösen. Aber Achtung, eine Rechnung passt zu keinem Text. Sehen wir uns die Lösung des Rätsels nun gemeinsam an. Bei der ersten Aufgabe müssen wir uns überlegen, wie 24 Bälle gleichmäßig auf 6 Säcke verteilt werden können. Für das gleichmäßige Aufteilen brauchen wir eine Division. Das heißt, die Rechnung 24 dividiert durch 6 ist gleich 4 gehört zur ersten Aufgabe. Der Wert 4 bedeutet nun, dass in jedem Sack 4 Bälle verstaut werden müssen. Bei der zweiten Aufgabe stellt sich die Frage, wie viele Kinder noch übrig sind, wenn bereits 18 von 24 Kindern Geburtstag hatten. Dafür brauchen wir eine Subtraktion, also eine Minusrechnung. Das Ergebnis der Rechnung 24 minus 18 ist 6. Das bedeutet, dass noch 6 Kinder in diesem Jahr Geburtstag feiern werden. Die dritte Aufgabe beschreibt die Anzahl der Hühner in einem Hühnerstall. Da zu den 18 Hühnern noch 4 Küken hinzukommen, ist hier eine Addition, also eine Plusrechnung notwendig. 18 plus 4 ergibt 22. Das bedeutet, dass sich nun insgesamt 22 Hühner in dem Stall befinden. Die Multiplikation 4 mal 18 ist übergeblieben. Wenn du Lust hast, kannst du dir auch zu dieser Rechnung eine Sachaufgabe ausdenken und sie in die Kommentare schreiben. Wir sind nun am Ende des Videos angelangt. Ich freue mich, dass du so toll mitgearbeitet hast und hoffe, dass es dir Spaß gemacht hat. Ich würde mich freuen, dich im nächsten Video wieder begrüßen zu dürfen. Dort werden wir uns mit mathematischen Vokabeln beschäftigen. Bis bald! Tschüss!